Guten Tag, mein Name ist Mireille Mettes und ich bin Heilpraktikerin in den Niederlanden. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Video über die Meermethode. Die Meermethode ist eine Selbstheilungsmethode. Das Ziel dieser Methode ist, dass Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht kommen. Die Buchstaben MIR stehen für mentales und intuitives Reset. Es ist so etwas wie ein Frühjahrsputz. Sie fangen wieder mit einer sauberen Weste an. Die Meermethode ist für den persönlichen Gebrauch. Sie kann genauso gut angewendet werden bei Kindern und Tieren. In diesem Video wird die Anwendung der Meermethode genau erklärt. Diese ist so einfach, dass jeder sie lernen kann. Also erzählen Sie es weiter. Als ich in 2009 in meiner Praxis die Meermethode entwickelt habe, hatte ich nie zu träumen gewagt, dass es sich in den Niederlanden so schnell verbreitet und so positiv angenommen wird. Meer bedeutet auch Frieden auf Russisch. Und das ist, was ich Ihnen von ganzem Herzen wünsche. Frieden in Ihrem Kopf und Frieden in Ihrem Herzen. In meiner Praxis habe ich viele verschiedene alternative Heilmethoden angewendet. Gemeinsam mit meinen Klienten habe ich entdeckt, dass die Essenz beinahe aller Heilmethoden die Beruhigung des Unterbewusstseins ist. Das gelingt uns am einfachsten durch Berührung der Haut. Und das geht so. Sie streichen über Ihren Handrücken. Es ist egal, mit welcher Hand Sie über welche streichen. Das macht keinen Unterschied. Die Nerven in der Haut geben ein Signal am Gehirn. Sie teilen dem Unterbewusstsein mit: Alles ist gut. Du kannst vertrauen, du bist sicher. Das Streichen der Hand und die dadurch resultierende Beruhigung des Unterbewusstseins ist der erste Teil des Basisprinzips. Der zweite Teil sind die 9 Schritte, die Sie vielleicht schon auf der Website gesehen haben. Zusammen mit der Berührung der Hand, der Haut, aktivieren diese 9 Schritte das Selbstheilungsvermögen Ihres Körpers. Bei schweren Beschwerden, so wie Krebs, Depression, Burnout, Anorexia oder psychische Probleme, 2 Wochen lang bitte ausschließlich Schritt 5 und 7 anwenden, da unter Umständen schwere Nebenerscheinungen auftreten können. Danach ebenfalls, genauso wie alle anderen, 2-mal am Tag, 4 Wochen lang alle 9 Schritte anwenden. Jetzt eine kurze Erklärung zu den 9 Schritten. Schritt 1. Säuregrad optimieren. Der Säuregrad unseres Körpers ist die Voraussetzung, um entgiften zu können.
Wenn unser Körper übersäuert ist, kann es Giftstoffen nicht abführen. Also optimieren wir unser Säuregrad. Und das geht so. Sie streicheln Ihre Hand und sagen dreimal: Säuregrad optimieren, Säuregrad optimieren, Säuregrad optimieren. Das ist alles. Schritt 2. Entgifte jegliche toxische Belastung. Das bedeutet, dass Sie Ihrem Körper Auftrag geben, um jegliche toxische Belastung auszuscheiden. Dabei denke ich an Schwermetalle, Pestiziden und Chemikalien, Arzneimittelrückstände, Trägerstoffe von Impfungen, Elektrizität und Strahlung. Und dann geht es so. Entgifte jegliche toxische Belastung. Entgifte jegliche toxische Belastung. Entgifte jegliche toxische Belastung. Schritt 3. Vater loskoppeln, Mutter loskoppeln. Das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch. Aber was ich damit meine, ist, dass ich mich liebevoll befreie von meinem Vater und dass ich mich liebevoll befreie von meiner Mutter. Und dass ich keine Entscheidungen mehr treffe im Hinblick seiner Wünsche und seiner Erwartungen. Und nur um seine Liebe und sein Ansehen zu gewinnen. Und dass ich Entscheidungen treffen kann, ohne mich schuldig zu fühlen meiner Mutter gegenüber. Dass ich völlig frei bin, um meinen eigenen Weg zu gehen. Und das geht so. Vater loskoppeln, Vater loskoppeln, Vater loskoppeln, Mutter loskoppeln, Mutter loskoppeln, Mutter loskoppeln. Und ich habe schon gesehen, sehr oft, dass das Verhältnis mit Vater und Mutter verbessert. Und das ist das Schönste, was wir uns wünschen. Schritt 4. Meridiane säubern. Aus der chinesischen Heilkunde kennen viele bereits das Meridiansystem in unserem Körper. Meridiane sind Bahnen, die Energie frei durch unseren Körper fließen lassen. Wenn sie blockiert sind, dann kann es Beschwerden geben, so wie Kopfschmerzen oder Muskelkrämpfe oder Stimmungsschwankungen. Und was wir wollen, ist, dass die Energie wieder frei fließt. Meridiane säubern, Meridiane säubern, Meridiane säubern. Schritt 5. Defizite auffüllen. Für eine gute Gesundheit ist es wichtig, dass der Körper ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist. Das Wichtigste ist, dass diese in die Zellen aufgenommen werden. In diesem Schritt, Defizite auffüllen, aktivierst die Aufnahme von Nährstoffen in die Zellen. Wir haben schon gesehen, dass viele Menschen bestimmte Gelüste entwickeln, so wie auf Erdbeeren oder Nüsse oder Bananen. Und dass sie auch ihre Essgewohnheiten ändern. Defizite auffüllen, Defizite auffüllen, Defizite auffüllen. Schritt 6. Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Das Hormonsystem unseres Körpers ist enorm kompliziert. Die Wissenschaft hat schon sehr vieles entdeckt und sehr vieles liegt noch im Dunkeln. Unser Körper aber weiß schon, wie er sein Hormonsystem wieder ins Gleichgewicht bringen kann.
Und wir brauchen es nur zu aktivieren. Also, Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Schritt 7. Grundbedürfnisse auffüllen. Wenn wir aufwachsen, kommen wir des Öfteren in Situationen, wo wir uns missverstanden fühlten und nicht die Anerkennung und Wertschätzung erhalten haben, die wir uns gewünscht hätten. Manche haben auch zu wenig Liebe und Zärtlichkeit erhalten. Und diese Grundbedürfnisse wollen wir wieder auffüllen. Also, Grundbedürfnisse auffüllen, Grundbedürfnisse auffüllen, Grundbedürfnisse auffüllen. Schritt 8. Chakras und Aura optimieren. Jeder Mensch hat neben dem Meridiansystem auch Chakras und eine Aura. Chakras sind die Energieräder in unserem Körper. Und die Aura, das ist die Energie, die uns umschließt. Manche Menschen können die Chakras auch fühlen. Und andere Menschen können die Aura, besonders Kinder können das, können die Farben der Aura wahrnehmen. Die Aura kann auch fotografiert werden mit Kirlian-Fotografie. Nun, gut ausbalancierte Chakras und eine starke Aura sind sehr unterstützend für unsere Gesundheit. Deshalb optimieren wir die Chakras und die Aura. Chakras und Aura optimieren. Chakras und Aura optimieren. Chakras und Aura optimieren. Schritt 9. Lebensaufgabe verdeutlichen. Viele Menschen wissen nicht, was ihre Lebensaufgabe ist. Dadurch kann es sein, dass jemand nicht so viel Spaß hat in seiner Arbeit oder ständig zu müde ist, um etwas zu unternehmen. Wenn es deutlicher wird, was sie am allerliebsten machen würde, dann bündelt sich die Energie und ist es einfacher, um große Entscheidungen zu machen. Dann werden Menschen auch glücklicher und zufriedener. Das ist, was ich Ihnen wünsche, von ganzem Herzen. Lebensaufgabe verdeutlichen, Lebensaufgabe verdeutlichen, Lebensaufgabe verdeutlichen. So, das ist die Mir-Methode. Nun, zweimal am Tag, 4 Wochen lang. Wenn Sie schwere Beschwerden haben, fangen bitte an mit nur Schritt 5 und 7, zweimal am Tag, 2 Wochen lang. Danach alle 9 Schritte, zweimal am Tag, 4 Wochen lang. Sollten heftige körperliche Reaktionen auftreten, bitte suchen Sie Ihren Arzt oder Spezialisten. Oder gehen Sie zu einem Mir-Methode-Therapeut. Und jetzt die ganze Mir-Methode mit allen 9 Schritten. Säuregrad optimieren. Säuregrad optimieren. Säuregrad optimieren. Entgifte jegliche toxische Belastung. Entgifte jegliche toxische Belastung. Entgifte jegliche toxische Belastung. Vaterlos koppeln. Vaterlos koppeln. Vaterlos koppeln. Mutterlos koppeln. Mutterlos koppeln. Mutterlos koppeln. Meridian säubern. Meridiane säubern, Meridiane säubern, Defizite auffüllen, Defizite auffüllen, Defizite auffüllen, Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen,
Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Grundbedürfnisse auffüllen. Grundbedürfnisse auffüllen. Grundbedürfnisse auffüllen. Chakras und Aura optimieren. Chakras und Aura optimieren. Chakras und Aura optimieren. Lebensaufgabe verdeutlichen. Lebensaufgabe verdeutlichen. Lebensaufgabe verdeutlichen. Ich hoffe, dass die Mir-Methode Ihnen sehr viel Gutes bringt. Ich wünsche Ihnen alles Beste. Danke sehr fürs Zusehen.